Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Heart Gold und Soul Silver Randomizer Soul Link Challenge mit Tanja. Ja, es ist heiß. Draußen ist es 60 Grad im Schatten. Aber wir zocken Pokémon. Oh ja. Bei mir sind es nicht 60 Grad. 25. Weil ich habe zwei Lüfter hier stehen, die alles kühl machen. Ja, ich zeige gerade mal ein bisschen mein Team. Ich habe nämlich... Du hast trainiert, ne? Ja, was heißt trainiert? Ich habe... Ich musste nicht trainieren. Ich habe Zeusine und Zena ein Level trainiert, das beide auf Level 18 sind zumindestens. Ja, Und dabei hat sich Pichu sogar zu Pikachu entwickelt. Ich bin begeistert. Ah, du hast Holy ein Pikachu. Shit. Ja, ansonsten habe ich noch das ein oder andere Item gefunden. Ich habe im Ilex Forest, glaube ich, zwei oder drei Items gefunden. Okay, cool. Hades trägt, glaube ich, ein Item, was ihm gar nichts so wirklich bringt. Ich glaube, er trägt das Item, was für Ditto bestimmt ist. Ich glaube, auf Hades bringt das nichts, aber ja, gut, ich habe halt nichts anderes aktuell. Also ich stehe theoretisch vor Bianca und wäre bereit. Also ich bin noch ein, zwei Kämpfe vor Bianca. Warte, habe ich Tränke? Ich habe auf einmal so Angst. Doch. Soll ich mal gucken? Du kannst ja mal gucken. Scheiße, ey. Wenn die mich jetzt wegmacht. Die macht dich doch nicht weg. Warum soll die dich wegmachen? Warum sollte sie dich wegmachen? Ich bin ja mal gespannt, wenn bei dir das erste Mal ein Pokémon stirbt. Na, jetzt hör auf, ey. Na, ich will es nur mal erwähnt haben. Okay, ich rede sie an. Heißt du auch Bianca im Deutsch? Ich glaube ja, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Denk nicht nur so. Okay, es geht los bei mir. Und? Welches Pokémon hat sie zuerst? Oh, diese Musik. Uts, uts, uts. Wir haben zwei Pokémon. Oh, sie hat ein Evoli als erstes. Level 17. Das ist nicht ihr Signature. Okay. Evoli ist okay. Wach auf, wach auf, wach auf. Komm, wach auf, bitte. Diamond, wach auf jetzt. Danke. Mach's weg. Hau's weg. Evoli. Kann eigentlich Zähne erledigen. Gut. Kokowai ist weg. Schön. Tackle ist okay. Also, das Evoli kann der absolut nichts. Das ist gut zu wissen. Bei mir wird es kein Evoli sein. Befürchte ich mal ganz stark. Aber das Evoli ist nicht ihr Signature-Pokémon. Das Level 19er kommt gleich noch. Ich bin gespannt, was da bei dir kommt. Bitte mal. Ich hätte schon gerne mal, dass bei dir immer ein legendäres auftaucht, so, ne? So im Kampf. Hatte ich doch schon. Hast du im Kampf schon mal ein legendäres? Ja, ganz am Anfang. Die benutzt den Supertrank. Oh yeah, auf Evoli. Das ist sehr gut. Ja, dann ist das, passt das doch. Seine Attacke. Jetzt fährt bei mir draußen natürlich irgendwie Trecker entlang oder so. Ja, sorry Leute, ich muss das Fenster aufmachen, sonst sterbe ich hier. Ist ja alles sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Lüfter hört man nicht so krass bei mir. Man sieht so überhaupt nicht, dass hier Wind geht da in meinen Haaren. Da. Das fällt es überhaupt nicht auf. Es ist sehr, sehr warm. Ja. Ha, ist paralysiert. Opfer! Nein. Ja, so, ich brauche ein bisschen für das Evoli, weil ich mache das mit 10er und 10er kann quasi nicht wirklich angreifen. Aber vielleicht kommt jetzt noch ein Supertrank. Nein? Okay, sie hat ach, scheinbar nur einen Supertrank. So. Alles okay. Klar. Die eine Foto sind drei down. Pokémon. 20. Ich was bin kommt sowieso jetzt? Überlevelt jetzt hier. Was kommt? We win! Was ist. Was das kann hier? Sogar Pikachu erledigen. Okay, wenn jetzt Pikachu stirbt, ey. Warte mal, Totodile ist doch Kanimani, oder? Oder bin ich jetzt doof? Pikachu sich sogar umdreht und mir zuwinkt. Oh, wie süß ein Kanimani! Okay, das ist ein Free Win, ey. Wow. Ich hoffe, der Kampf mir auch so leicht. Das ist ein Free Win, Leute. Hm. Ja, Kanimani kann auch nicht mal wirklich was. Ich hoffe, der Kampf wird nicht so leicht. Das wäre echt cool. Ja, ich würde mal sagen.
Pikachu! Was? Alter! Boah, ja, Pikachu hält halt nicht wirklich viel aus, ey. Nein. Aber Free Win, easy, ist down. Evoli und Kanimani, easy game. Shit. Okay, das war unklug. Ja, Fräulein. Ich heulen, gib mir den Orden. Hä? Sie gibt mir den Orden nicht. Ja, die heult jetzt rum, glaube ich. Ja, Moment, aber das war doch die 8. Arena-Leiterin, die rumheult und einem den Orden nicht gibt. Macht die es denn jetzt auch? Nee, das war die hier. Nein, die 8. auch. Die 8. verpisst sich dann in die Höhle. Ach so. Ja, aber die glaube ich auch hier. Hä? Ich glaube, da muss man dann irgendwas mit den Gärtnern rechts daneben irgendwie machen oder... Da kommt dann eine von ihren Untergebenen und gibt dir den Orden, irgendwas ist da. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Okay, ja, ich bekomme ihn gerade. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal kurz heilen und dann gehe ich auch zur Arenaleiterin. DM45 bekomme ich. Dankeschön. So. Ich gehe nochmal kurz raus, nochmal heilen, sicher ist sicher. Was? Gibt hier ein Pokémon Dome im Nationalpark? Was? Ja, natürlich. Da kannst du. Ich kenne das überhaupt nicht, hallo? Okay, krass. Da gibt's Sportveranstaltungen, kannst du da machen. Ja, kannst du Medaillen gewinnen und all das. Ist richtig cool. Das habe ich früher so gerne gemacht. Ja, gut. Also, das war jetzt easy, ne? Also. Ich mach sie jetzt gleich noch. Jetzt kommt sie als nächstes bei mir. Freaky Dome, dass bei mir nichts hat. Nur irgendwelchen Mist. Hat nix. Na wehe, die hat was. Nix. Was will denn Ian jetzt schon wieder von mir hier? So. Ach ja. Boah. Mich hat gerade der gute Ian angerufen und er hat mir erzählt, dass er ein wildes Aerodactyl besiegt hat. Sind die Texte hier auch random? Das weiß ich nicht. Also so ein wildes Aerodactyl trifft man normalerweise nicht unbedingt an, würde ich mal meinen. Nein, nicht unbedingt, ne? Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte speichern. Okay, ich nehme als erstes vorne ran. Ich nehme einen Geist vorne ran. So. Hallo. Okay, Kampf gegen Bianca. Daumen drücken. Ich gehe mal ins Pokémon Center. Bitte. Hab nix, hab irgendwelche Mist. Bitte hab nix. Bitte. Er hat nix, ey. Und schon, die kann nichts sein. Die hat Evoli und. Wedgie-Steel! Warte mal, Wedgie-Steel? Das wird sich wahrscheinlich in die Luft sprengen sofort. Das wäre ungeil. Also, es kann boomen auf jeden Fall. Das wird natürlich richtig hart Schaden machen. Oh nein, bitte nicht, ey. Ich hab den Dacher nicht trainiert. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte einkaufen gehen. Und? Ist noch alles okay? Mhm. Was? So erhöht seine Attack und Defense, macht aber sein Tempo nieder. Wenn es nur das kann, ist super. Noch ein Hit und es ist weg. Ja, es macht's nochmal. Okay. Ey, das erste, was kommt, ist ein legendäres. Wollt ihr mich verarschen? Aber es hat nichts gemacht, oder wie? Nö, bis jetzt nicht. Bis jetzt macht's seine Geschwindigkeit runter, dafür seine Attack und Defense hoch. Aber jetzt sollte es besiegt sein. Ja, ist besiegt. Hat mich nicht einmal angegriffen. Was hast du jetzt noch? Okay. Noch ein legendäres vielleicht? Nein, jetzt kommt ein Knofenser oder so. Ja gut, ich bin sowas von überlevelt, das ist... Jetzt bist du gerade draußen. Was? Was ist denn das für ein Pokémon? Hey, was ist... Was ist Mime Junior? Was? Mime JR. Mit dem Leerzeichen dazwischen. Ach, Was ist das? Moment, ist das, wie heißt es im
Deutsch nochmal, das ist doch hier, ist das nicht Baby Pantimos oder so? Hä, haben die ja kein Pokémon-Markt oder ist das hier der Markt? Toll, das hier so soll der Markt sein, okay. Guck mal, easy, ey. Ist das Baby Pantimos? Was bist du? Ich kenne dich, aber was bist du? Hä? Steht's gerade vor dir? Ja! Ja, da siehst du doch, was es ist. Ja, aber ich kenn's von Optik her, aber ich kann's nicht sagen, ob das die Folge von Timos ist. Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Also, Tani, bitte. Oh, jetzt muss ich mir an das Pandemos denken aus dem Pikachu-Film. Sie haben Sie haben ihre Ultrabälle! Leute! Okay, Bianca ist besiegt. Okay, war sehr chillig. Ein Stück. Ich hoffe mal 5. Trotz, dass sie wieder ein legendäres hatte. Sie hatte zwar ein legendäres, aber es war chillig. Okay. Ja, dann ist doch alles gut gegangen. Ich habe mir in der Zwischenschaltzeit schon mal die Spanne geholt. Ich kann schon mal gleich die Rede und so warm ist, ich bin so fertig, ey. Zwischenschalt. Ist doch warm. Hilfe. Und ich rede gerade mit den Leuten im Einkaufszentrum. Ich hoffe nur, ich kriege noch irgendwas geschenkt. Ja, so Bianca war gar kein Problem, ne? Nö, die war trotzdem wieder ein legendäres hatte. Sehr chillig. Der nächste Arena-Leiter ist übrigens 25. Ne, da kannst du dich vielleicht so ein bisschen orientieren, dass du dich da schon so ein bisschen einpendelst. Danke, ich kann wieder leveln. Das dauert noch, bis wir da sind. Ich bin nicht mehr überlevelt. Super. Da kommt aber noch jede Menge, ne? Okay, dann ich drin. Ey, mal gucken, was passiert. Aber jede Menge kommt, ist also ja gut. 25, das wird selbst für mich knapp. Und ich bin so 18, 19, 20. Ich weiß nicht, was du bist. Wahrscheinlich viel mehr. 19, 20 schon. Das kann nicht sein. Ich habe eins bei dir gesehen in der Folge. Das ist, glaube ich, schon 21 oder ja, so. Ja, eins kann, ist, glaube ich, schon 21. Okay, ich habe die Diskanne bekommen. Die habe ich mir auch eben geholt. So. Erstmal nochmal healen gehen. Riecht man hier von keinem irgendwas? Ich glaube, in dem Tunnel unten kriegst du was. Was? Moment. Oh! Am Sonntag kommt hier mal eine Frau vorbei und die gibt irgendwie Tams oder so. Ja. Okay. Es gibt hier ja Wochentage drin und an jedem Wochentag können solche andere Dinge passieren. Gibt so zufällige Ereignisse, die hier auftreten können. Das ist immer ganz cool gewesen. Speichern. So. Das muss sein. Wir müssen ganz dringend speichern. Es gibt hier Hyperbälle, sagst du? Dann ja, ich habe gerade 5 Stück gekauft. Ich gehe auch. Was macht eigentlich Kurt? Die alte Wurst. Der ruft dich an. Wird das mal irgendwie fertig oder so? Der ruft dich an. Wie lange dauert denn das? In 3 Tage. Jahre? Ich glaube, 3 Tage dauert das. 3 Tage. Da sind wir ja schon durch. Ich glaube, 3 Tage dauert das. Dann müssten wir quasi zurücklaufen und das holen. Fünf Ultrabälle? Ja, bitte. So, Route 35 müsste auch gleich, glaube ich, kommen. Ein neuer Encounter. Bist du schon oben weitergelaufen jetzt? Rede gerade mit, oh nein. Nein, ich möchte es nicht erfahren. Nein. Was denn? Warte mal, was passiert, wenn ich ja sage? Kriege ich dann irgendwas? Ich rede gerade mit der Frau in diesem Übergang. Bist du gerade unten drin in dem Tunnel oder was meinst du? Oder meinst du jetzt oben raus zu? Nö, Übergang? Ich bin oben. Ach so. Tunnel gehe ich noch nicht. Ja gut, 21 ist meins, ja. Oh, 2, ja, alles klar. Ich habe 2 21 schon. Dani? Ja, Meister. Das klingt falsch. Das, wow. Wow. Gut, das hier ist Route 35 und hier ist eine Trainerin, die gegen mich kämpfen möchte. Meinst du die hier? Die Oma?
Ein Pokémon. Ein Feuerriegel! Ist es dein Encounter? Nein, ich kämpfe gerade gegen die Trainerin. Ich dachte schon, das ist dein Encounter, das wäre cool. Ich habe jetzt Angst, ich werde nicht U-Turn einsetzen, sondern ich werde sofort rauswechseln. Warum? So. Naja, wenn alles von der Feuerattacke getroffen wird, dann könnte es das gewesen sein. Oh, ja. Ich kämpfe jetzt immer gegen die. Was hat die bei mir? Och, das ist ja süß. Ein Flurmel. Hallo, Flurmel. Mach's gut, Flurmel. Da bin ich so angenehm die ganze Zeit. Ja, ich hab keinen. Hast du keinen Ventilator oder so? Ja doch, aber ich hab jetzt nicht an. Das ist aber ja dann dein Fehler. Da hättest du ihn anmachen können. Dann hört man den ja. Bei mir hört man das wahrscheinlich auch. Ich habe zwei Stück jetzt hier stehen. Ein Doppelkampf, ernsthaft. Ist halt der Sommer. Da kann man nichts machen. Okay. Oh, Doppelkampf. Du kannst immer ein bisschen riskant. Warum? Das könnte jetzt hart nach hinten losgehen. Aber ich stelle mich diesem Doppelkampf. Ich auch. Ja, Doppelkampf. Zwei Legendäre. Wuhu. Ich sehe es schon kommen. Wenn das mal passiert, ein Doppelkampf, zwei Legendäre, ne? Hä? Das ist kein Doppelkampf. Oh, doch nicht. Okay. Kyogre! Kyogre? Was? Im Regen. Okay, bei mir wird wahrscheinlich was sterben. Lass mich den Oh, Dragonier ist so hübsch. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Outspeede ich dieses Kyogre? Ja, okay. Okay. Das muss Thanos regeln, ansonsten wird hier was sterben. Entweder Thanos macht das oder ich habe ein Problem. Oh, es macht keine Wasserattacke, Gott sei Dank. Nur mal auf das Twist zu machen. Das legendäre Pokémon Kyogre choked. Jop! Nein! Thanos, bitte! Thanos! Okay, easy. Oh, oh! Alles noch okay? Ja, Thanos tankt das. Kyogre ist tot. Oh. Alter. Sehr gut. Crit. Nicht der wichtige Augenblick. Alter. Boah. Hä? Unser nächstes Kampf ist ein Wallbär. Super. Es geht gleich weiter. Es regnet halt cool. Immer noch. Thanos, du musst das machen. Oh, Aquaknall im Regen, Thanos! Elektro, okay. Soll das funktionieren? Eieiei. Ich habe wieder so Lust auf Pixelmon, ne? Ja, dann zockst du. Ah. Alter. Okay, der Typ war heftig. Oh, Youngster Joy ruft mich an. Ey, Joy, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade einen Kyogre besiegt, ey. Okay, ihr könnt jetzt gerne ein bisschen runterfahren, ein bisschen. Was denn? Oh nein. Was denn? Noch ein legendäres? Oh, Alter, nein, aber wieder etwas, was hier so ein... Jetzt kommt hier ein fucking Sandsturm. Lasst mich doch mal hier alle in Ruhe, ey. Alter. Okay. Das kann Jessica erledigen. Was? Ich kann nur kurz Sunshower erlernen. Hast du jetzt irgendwie. Ach ja, wie geht's eigentlich deinem Sky und der Aquafälle? Ja, dazu muss ich sagen, ich weiß, viele haben mir das in die Kommentare geschrieben. Ich habe die Attacke wirklich verwechselt. Ich dachte, das ist eine andere. Das war noch bei der ersten Soul Link. Da habe ich nachgeguckt, was das halt war. Aber ich habe wahrscheinlich das Falsche gesehen. Und habe mir gedacht, das ist so eine Statusveränderungsattacke nur. Ich wusste nicht, dass das... Das war echt doof gelaufen. Darum habe ich die jetzt letztens vergessen lassen, weil ich dachte, das ist die Fake-Attacke da.
tut mir leid. Wer braucht schon Aquawelle? Ja, zu. Nee, Poison nicht. Ich hab nicht mal mehr. Oh, das ist ungeil. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück in die Stadt. Ich habe auch keinen Paralyseheiler mehr und gar nichts mehr. Ist alles ausgegangen. Zurück in die Stadt. Na, ich muss ein paar Paraheiler und so holen. Ist alles aus. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was reinkommt. Hat es überhaupt schon gesagt? Ich glaube, ich hole mal Shenlong ein. Willkommen. Ja, Pokémon heilen. Pokémon, Pokémon. Boah, ich habe mich so gefreut auf die Aufnahme, ne? Pokémon, oh. Endlich wieder Pokémon. Ich habe nämlich jetzt den Pokémon-Film mit Pikachu gesehen. Mit Detektiv Pikachu. Ich war endlich im Kino, habe es mir angeguckt. Es war so ultra lustig. Ja, du hast das ganze Kino zusammengequiekt, habe ich gehört. Ja, habe ich. Ach komm, Shelock, ernsthaft. War vielleicht ein bisschen peinlich, mir war es egal. Oh nein. Ich war wie so ein kleines Kind, immer wenn irgend so ein bekanntes Pokémon, was ich kenne, da so, ah, da guck mal, der Pokémon. Oh, es war echt. Wie viele waren denn ungefähr so im Kino? Keine Ahnung. Viele mit ihren kleinen Kindern waren da. Man könnte denken, ich war auch ein kleines Kind. So wie ich gequietscht habe teilweise, aber. Nee, ich kann nicht. Willst du etwa sagen, du hast mehr gequietscht als die ganzen kleinen Kinder? Ich habe die kleinen Kinder gar nicht gehört. Nur mich. Warte mal. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Leider habe ich, von den anderen habe ich niemanden gehört. Leider. Was hast du denn jetzt hier? Hat etwa kein anderer gelacht? Nicht so laut, dass ich es hätte gehört. Ich kann mich da nicht zurückhalten bei sowas. Wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Das ist doch gut. Wenn ich laut loslache, dann lache ich halt laut los. Ist halt so. Ah, ja, okay. Ich sollte vielleicht auswechseln. Paraheiler. Wir sind auch schon wieder bei über 20 Minuten. Oh, dann können wir die Folge ja schon beenden. Ja, ich will aber noch diesen Kampf hier zu Ende machen. Ja. Kämpfe gegen einen Pipi. Ein Pipi? Oh nein, jetzt komm nicht mit Pipi. Hör auf, ey, ich warte dich, ey. Alter, dieses Pipi. Ich will Kyogre zurückhaben. Wow. Könnte bitte irgendjemand dieses Pipi töten? Hallo, das kann so schwer sein. Ich sitze an dem Ding länger als an Kyogre. Okay, dankeschön. Es ist traurig. Okay, dann renne ich jetzt nicht noch in die Reihen. Dann mache ich den Kampf jetzt als nächstes dann mit der da. Gut, das heißt, ach du Scheiße. Wie viel kommen denn da oben noch? Da kommen einige jetzt. Da stehen ja noch einige in der Wiese. Wollen wir ja eigentlich rechts ins hohe Gras, aber da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Nee, da sind wir noch ein Stück weiter hoch, glaube ich, für das hohe Gras. Also weiter oben kommen wir ins hohe Gras, das geht. Gut, dann stelle ich mich jetzt genau hier hin und ja, wir haben echt viel geschafft. Wir haben den dritten Orden. Mhm. Und mal gucken, was jetzt einige Trainer besiegt. Jetzt kommt noch mehr auf uns zu. Bin sehr, sehr gespannt. Weißt du, was als nächstes nämlich kommt? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, diese Route, der Nationalpark, dann das stationäre Pokémon und dann irgendwann die nach der nächsten Route. Das dort. Nein. Die kommen in der nächsten ewig. Stadt oben. Nein, nein, nein. Die sind Level 35, die machen wir vielleicht auf dem Rückweg erst. Warte mal. Ich muss erst auf die Karte gucken. Kimono-Girls sind Level 35 oder so. Ich habe das nachgeguckt. Die machen wir nicht. Wenn wir jetzt hier. Die sind in der Stadt. Ja, aber die machen wir nicht. Ich weiß es nicht, aber die sind in der nächsten Stadt, definitiv. Ja, aber die machen wir nicht. Die sind Level 35. Der Arena ist Level 25. Okay. Die werden okay. Wir nicht machen. Okay, gut, dann machen wir die nicht. Machen die vielleicht auf dem Rückweg oder so. Das finde ich okay. Weil 35, das ist stärker als die nächsten Arena-Leiter alle zusammen. Okay. Das ist ein bisschen heftig. Werden wir mit Sicherheit nicht machen. Na gut. Dann beenden wir erstmal die Folge, oder? Ja. Gut, dann
Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.